Herr Portmann, Punkt 1. Ich empfehle Ihnen, reden Sie nicht nur mit diesen fremdfinanzierten EU-Vögten und EU-Bürokraten. Gehen Sie einmal ins Ausland und reden Sie mit den Leuten auf der Straße und dann haben Sie ein anderes Bild als in diesen klimatisierten Konferenzräumen. Zweitens, Sie haben recht, Herr Portmann. Aber mit denen, wo ich spreche, die entscheiden. Sie glauben, dass sie entscheiden, die entscheiden gar nichts. Moment, meine Herren, es ist zu interessant, Ihre rhetorischen Explosionen zu hören und wir möchten sie hören und das geht nur, wenn einer nach dem anderen spricht. Roger Köppel. Und Punkt 2, wo Sie auch recht haben, Herr Portmann und auch Frau Rühl, da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Es ist ein Machtkampf und es geht am Schluss um Macht und es geht der EU um Macht. Sie will herrschen, sie will befehlen. Gut. Und jetzt ist die Frage, das ist der Punkt. Das ist aber nichts Neues, Herr Portmann, in der europäischen Geschichte. Und ich schenke Ihnen die dreibändige Geschichte des Kantons Zürich. Und da müssen Sie den Band 3 lesen mit der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und dann stellen Sie fest, im 19. Jahrhundert war der Druck auf die unabhängige, demokratische Schweiz, das waren keine Nadelstiche. Da standen Divisionen an der Landesgrenze. Der Druck war eine Realität, aber hört doch auf in der FDP, euch bei jedem Stirnrunzeln eines Junkers sofort in ein Mauseloch zu verkriechen. Erinnert euch an diese Staatsgründer, steht hin und verteidigt dieses Land.